So, hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge mit Risen 2. Wir zocken endlich wieder. Ja, wir sind hier in diesem Stützpunkt der Inquisition, Marine, wie man es nennen möchte, und wollen jetzt hier die Perle von dem Typen klauen. Und dafür brauchen wir Taschendiebstahl. Und da drin sitzt ein Dieb, der uns das hoffentlich beibringt. Jetzt müssen wir allerdings mal gucken. Charakter, Fähigkeiten, Taschendieb. Alles klar, das müsste jetzt klappen. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. So, 1000. Ich bin noch nicht gut genug. Wie? 1000 Gold. Gerissenheit 2. Gerissenheit 2? Später. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Moment mal, Gerissenheit 2. Gerissenheit. Taschentyp, Gerissenheit 2. Gerissenheit 2. Verstehe ich jetzt nicht, wieso? Kannst du erlernen, indem du einen Lehrer findest, der dir beibringt? Verstehe ich nicht. Kann ich denn jetzt Gerissenheit? Silberzunge? Diebeskunst? Ja, wie kann ich denn jetzt Gerissenheit bekommen? Talente. Gerissenheit. Da. Aha. Aha, okay, alles klar. Hat das jetzt eigentlich Gold gekostet? Nee, das kostet nur Ruhm. Okay, ach, der hätte ich natürlich schon viel öfter lernen können. Gut, dann machen wir das Ding nochmal. Und das Ding. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Gerissenheit 2. Jetzt müsste es klappen. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Genau, und ich brauche keinen... Achso, okay, den Ruhm brauche ich nur für die Stats. Alles klar. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir. Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ist, dass du dein Opfer ablenkst. Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. Okay. Später. Gut, Gold habe ich jetzt eh keins mehr, aber jetzt kann ich mal das machen, was ich anscheinend schon sehr lange vergessen habe, nämlich die Attribute steigern. Gerissenheit macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings von... Okay. Ja, machen wir das erstmal so. Gut. Dann speichern wir, denn jetzt wird die Perle geklaut. Zeig mir die Sachen.
Moment mal. Ich denke, der hat die Karte hat er für sich behalten. Wenn ich den Ohrring bekommen will, muss ich den Taschendiebstahl beherrschen. Okay. Dann frage ich ihn nochmal. Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen? Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Alles klar. Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Ha! Und da habe ich sie, die Perle. Was glotzt du denn so dämlich? Na gar nicht. Ich habe mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Alles klar, gut, dann haben wir jetzt die Perle. So, was soll ich denn jetzt eigentlich mit den Sachen machen? Was ist denn jetzt eigentlich die Wert? Ist das vielleicht... Da, schwarze Perle, Gerissenheit. Auch nicht schlecht. Gut, dann werde ich jetzt zurückgehen zu den Banditen, werde den Dietrich holen. Moment, wir haben doch jetzt eine Karte auch. Ach, perfekt. Der Turm, großes Tor, Piratennest. Was ist das? Das ist der... Ah, okay. Da müssen wir da durch. Alles klar. Total easy. Okay. Oh, super. Mit der Karte macht es gleich viel mehr Spaß. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich mich gerade verlaufe. Alles klar. Jetzt machen wir auf jeden Fall auch mehr Schaden mit dem Degen. Genau. Dann nach rechts. Genau, gehen wir mal nicht durch den... Wir sind ja da letztes Mal hier durch diesen Tunnel gegangen. Da und dann da. Jetzt gehen wir mal hier unten lang. Einfach, weil wir hier noch nicht lang sind. Genau, hier waren die Wilden, die wir schon erledigt haben. Und auch der Gepard. Und die Falle. Da muss ich jetzt... Ich habe extra den Daumen auf der Space-Taste, um schnell genug drücken zu können. Was ist das? Grog nehme ich immer gerne. Alter. Okay. Oh, ich liebe ja das Erkunden. Okay, hier ist nix. Und da wir jetzt die Karte haben, Alter, ist Verlaufen auch nicht mehr möglich. Oh. Was haben wir denn da hinten? Alles klar. Ein Bett. Ja, genial. Dann kann ich hier schlafen, wenn ich das will. Sehr schön. Oh, eine Kanone.
Okay, besser als nix. Schauen wir nochmal nach Muscheln. Ich sehe jetzt keine. Außer die da oben. So, die Frage ist, wie kriege ich jetzt die da oben angelockt? Wer nicht gleich gegen drei kämpfen? Jetzt kommen doch alle drei. Aua, Alter. Aua. Alter. Alter, daneben. Nein! Ah, so knapp! So knapp! Alles klar. Habe ich jetzt so schlecht eigentlich nicht gemacht. Aber wenn sowieso alle drei kommen, sollte ich vielleicht gleich den Überraschungsangriff benutzen. So läuft es. Das lief besser. Das lief definitiv besser. Gut. Ja, mit dem Kampfsystem bin ich immer noch nicht so ganz vertraut. In Risen 1 habe ich es irgendwann kapiert, aber hier ist es noch etwas mehr ungewohnt. Aber erstmal durchsuche ich mal meine Muscheln. Nichts. Schade. So, dann geht's weiter. Denn wir sind hier an der Küste. Genau, wir gehen jetzt einfach hier weiter. Schade ja nichts. Wir durchsuchen erstmal den Bereich hier. Obwohl, ich glaube, das habe ich schon durchsucht. Ja, wir gehen einfach wieder zurück auf den Weg. Ach. Oh. So, Alter. Alter. Was geht mit denen? Alter, was geht mit denen? Warum denn gleich vier? Oh, warum denn gleich vier? Laufen wir erstmal eine Weile weg. Boah. Meine Herren. Aber das waren noch vier. Ich sehe nur drei Leichen. Wo ist denn die dritte? Die vierte? Haben wir die hier oben irgendwo besiegt schon? Oder hat die sich wieder eingebuddelt? Ich glaube, die hat sich verpisst. Na gut, dann suchen wir sie einfach nochmal. So, speichern wir natürlich. Da ist sie.
Du warst doch hier. Wo bist du da? Genau. Weil wir jetzt mehr Schaden machen mit dem Säbel, hauen wir die gleich viel besser weg. So, natürlich speichern. Nicht vergessen. Muscheln abchecken. Was liegt denn da hinten? Eine Nuss, eine Muschel. Scheinbar war ich doch noch nicht hier, so in der Nähe. So, was sagt die Karte? Alles klar. Genau, hier waren wir schon, hier ist der Turm. So, und jetzt müssen wir gucken. Alles klar, gut. Dann gehen wir mal weiter. Genau, wir gehen oben bei dem Turm vorbei. Wird Zeit, dass ich Pirat werde, dann kann ich die Piratenklamotten tragen. Oh, hier haben wir auch Feuer. Sehr schön, dann können wir direkt unser Fleisch braten. Das wir erbeutet haben. Jetzt habe ich endlich Ruhe. Absolut. Ist das eine Kiste? Nein. So, müssen wir da über die Brücke rüber? Ja. Ist klar. Ich bin mal gespannt, ob wir es noch schaffen, zu den Piraten zurückzukommen. Immerhin halten wir uns hier schon ziemlich lange auf. So, müssen wir jetzt da lang? Ich würde sagen, ja. Schade, dass man sich die Karte nicht irgendwie so ein bisschen noch zusätzlich einblenden kann. Genau, das ist das große Tor. Wir können aber auch rechts lang gehen. Ich meine, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, Zeit zu verplempern, dann können wir es gleich richtig machen. Oh. Was ist das jetzt? Also erstens geht es da ziemlich tief runter und zweitens weiß ich nicht, was da liegt. Wie kommen wir denn da hin eigentlich? Okay, dann gehen wir halt ein bisschen, wenn wir jetzt da durchgehen, dann rechts rum. Genau, dann kommen wir da hin. Einfach mal gucken, was es ist. Speichern mal, damit wir den ganzen Weg nicht nochmal rennen müssen. So. Hier waren wir eh noch nicht. So. Was haben wir da? Äffchen? So läuft das. Blöder Affe. Habe ich aber an sich ganz gut gemacht. So vom Kampf her, jedenfalls. Hm.
Immer schön darauf achten, nicht in irgendwelche Fallen zu laufen. So, jetzt sind wir genau da, wo wir vorhin runtergeguckt haben. Was ist denn das? Ein Bett. Alles klar. Und irgendwelche komischen Knochen. Verschlossen? Nicht verschlossen. Alles klar. Ohne Perle. Nehmen wir gerne. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir da gegen diese drei ankämpfen können. Genau, schön ausgeglichen im Ansturm. So läuft das. Alles klar. Gegen drei Stück gewonnen. Und das ganz ohne Patty. Ich fühle mich schon richtig stark. So, dieser Proviant heilt aber verdammt langsam. Vielleicht finde ich irgendwann noch was Stärkeres. Alles genau untersuchen hier. Aha, wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's dann runter zum Strand. Wollen wir das schon mal machen? Ich würde sagen, warum nicht? Eine Würgeranke. So. Oh, Truthahn. Das gibt lecker Fleisch. Und Proviant verbrauchen wir ja die ganze Zeit in einer Tour. Was das denn seltsam ist, das ist irgendwie. Dreckiges Wasser. Sieht seltsam aus. Knietief im dreckigen Wasser. Da können natürlich auch Schlangen oder so drin sein. Gut, dann gehen wir mal da oben durch. Und wir werden jetzt mal das Essen in die Leiste legen. Dann kann ich nämlich auch mit den Fingern besser essen. Na siehst du wohl, ein einzelnes ist gar nicht so schwer. Wir nehmen alles mit hier, weil das ist alles Geld. Und Geld können wir dringend gebrauchen. Yeah.
noch den Namen. Nicht zu fassen. Gut. Aber Yvonne ist Yvonne. Da hinten sehe ich eine Kiste. Leute, das lohnt sich schon wieder. Egal, was da drin ist. Jetzt hör auf. Alter Schwede, waren die heftig und das waren nur zwei. Haben mich doch nicht so gut angestellt. Wenn ich Pech habe, kommen hier noch weitere raus. Ja, Alter. Zack. So. Und jetzt werde ich den Dicken da hinten machen. Wir wissen ja, wir können ihn umtreten, dann müssen wir aber schnell mit der... Oh, erstmal müssen wir den noch machen. So, Freunde. Oh. Okay, die müssen wir umtreten. Aua. Okay, da müssen wir wirklich aufpassen. Laufen. Das Ding ist gar nicht so schlecht. Genau, warten, bis es die Dinger hebt. Ein bisschen was essen wieder. Ja! Zacki! Okay, Taktik-Fight ohne Ende. So. Was für ein harter Kampf. Aber wir belohnen uns damit dafür mit einer Kiste. Und wehe, da ist jetzt nicht der fette Loot drin. Immerhin, eine Perle. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss und werden in der nächsten Folge dann ganz gemütlich in das Banditenlager reingehen. Also bis dahin sage ich Tschüss.